Dharavahasana ist die Stellung, die Halt gibt. Man könnte auch sagen, die Erhaltende, die Tragende. Dharavahasana wird von Garote erwähnt. Er sagt, dass Dharavahasana in einem klassischen Text genannt wird, aber nicht beschrieben wird. In der heutigen Tradition oder heute wird unter Dharavahasana die Stellung verstanden, die Fabian gerade zeigt. Du hast einen Fuß vorne und das Knie gebeugt und den Kopf auf dem Boden, das andere Bein hinten. Du fasst mit einer Hand an den Fuß, ziehst den Fuß neben deinem Becken nach unten und hältst die andere Hand am Handgelenk. Dharavahasana, die Stellung, die Halt gibt.